ist sie. Carla Del Ponte ist die Gewinnerin des Hessischen Friedenspreises 2017. Die Kuratorinnen und Kuratoren waren besonders davon begeistert, dass sie sich stets gegen Ungerechtigkeiten wehrt und vor nichts zurückschreckt. Was mir wehtut, sind diese Kinder, die in den Spitälen sind und die getötet werden und verwundet sind. Also diese Kinder sind, diese kleinen Kinder werden dann größer und das ist eine traumatisierte Jugend und das ist unglaublich. Darum wäre die Zeit, dass man ein internationales Gerichtshof hat und etwas unternimmt, aber leider geschieht bis jetzt noch nichts.